Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Februar. Im Januar habe ich ja kein Neuzugänge-Video hochgeladen, denn ich hatte nur zwei Neuzugänge und die habe ich auch beide bereits im Januar gelesen, sodass ihr die im Lesemonat mitgesehen habt. Diesen Monat allerdings lohnt sich ein Neuzugänge-Video doch, denn es gab 12 Neuzugänge bei mir plus ein Schubo. Also wenn ich die Bücher einzeln zähle, sind es 16 Neuzugänge. Das Jahr hat quasi mit guten Vorsätzen gestartet und im Februar war es schon vorbei. Ich finde aber trotzdem alle Neuzugänge extrem interessant und ich freue mich über jeden einzelnen davon. Und die möchte ich euch jetzt ein bisschen näher vorstellen. Wieder könnt ihr auch ein paar davon schon im Lesemonat sehen, aber 16 oder 12 plus Schuber waren einfach zu viel, um sie wirklich jetzt in diesem Monat zu lesen. Also dann im Februar und März-Lesemonat seht ihr noch ein bisschen mehr darüber. Jetzt nur ganz kurz etwas zum Inhalt der einzelnen Bücher. Ich sehe das auch an meiner Umgebung, die ein wenig ungewohnt ist für meine Videos. Ich bin gerade noch in Deutschland und dort hat mich auch zu meinem Geburtstag dieser schöne Schuber erwartet. Das ist der Tolkien Treasury Schuber und hier sind vier Geschichten Tolkiens enthalten und der sieht einfach mal extrem schön aus, finde ich. Ich zeige euch auch mal die Bücher einzeln. Die sind auch sehr klein und handlich. Tom Bombadil. Ich finde, die sind einfach wirklich extrem hübsch aufgemacht. Jedes einzelne davon. Und ich freue mich riesig, ein bisschen mehr noch von Mittelerde und Tolkien lesen zu können. Ich habe ja im Januar das Silmarillion gehört und als Hörbuch war das wirklich nicht das geeignete Medium und ich bin wirklich durcheinander gekommen, aber ich denke hier mit diesem Schuber, denn ich habe wieder große Lust auf Mittelerde, mit diesem Schuber ist das was anderes. Und dann gehen wir jetzt mal zu den ganzen anderen Büchern. Ich zeige euch erstmal meine ganzen Printbücher. Und dann habe ich noch so ein paar NetGalley-Exemplare, also E-Books bekommen. Das sind nach dem Schuber jetzt alles Rezensionsexemplare. Also ich sage das jetzt nicht noch bei den einzelnen Büchern dazu. Alle Bücher, die jetzt folgen, habe ich von Verlagen erhalten oder von NetGalley dann ganz am Ende die E-Books. Und wir legen einfach mal los mit diesem schönen Buch aus dem Dumont Verlag von Durian Tsukigawa, Die Katzen von Shinjuku. Das habe ich bereits gelesen, das könnt ihr dann auch im Lesemonat nochmal sehen. Und es ist eine sehr schöne, warme, leise Geschichte über zwei Außenseiter in Shinjuku, also einem Stadtteil Tokios. Das ist heute so ein absolutes Ausgeh-, Bar-, Rummel-Stadtteil ist. Und die Geschichte spielt aber Anfang der 90er. Und da war Golden Guy, was so ein paar Gassen in Shinjuku sind, noch ganz anders. Und das war noch vor der Gentrifizierung und einfach hatte eine ganz andere Atmosphäre. Und hier in den frühen 90ern treffen Yume und Yama aufeinander. Und beide sind so ja, Außenseiter, die mit ihrem Leben ja nicht so richtig zurechtkommen. Und ganz viele Katzen spielen auch noch eine Rolle, denn Yume, die in einer Bar arbeitet, hat ein großes Herz für streunende Katzen und die wiederum mögen sie auch so gerne, dass sie bei ihr in der Bar ganz häufig vorbeischauen und dann diese sehr skurrilen Stammgäste, die immer in die Bar kommen, bereits eine Art Katzenwette ins Leben gerufen haben. Und ja, es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Dann ein Sachbuch, das ihr auch im Lesemonat sehen werdet. Außerirdisch von Avi Loeb. Das ist ein Harvard-Professor und ich finde das Weltall, das Universum und auch die Frage, wo vielleicht die nächste intelligente Zivilisation oder überhaupt noch anderes Leben im Universum sein könnte, wahnsinnig spannend. Und ich habe schon ein paar Bücher in die Richtung gelesen, war aber ganz oft enttäuscht, denn das ist einfach auch ein Thema, das ja viel, wie nenne ich es denn, viele Menschen anzieht, die einfach spekulieren und das nicht so richtig faktenbasiert darlegen können und es dann häufig nur darauf hinausläuft, dass uns die Außerirdischen entführen wollen, um Experimente an uns vorzunehmen, aber man nicht wirklich so richtig einen empirischen Beweis oder auch eine Beweiskette geliefert bekommt in den Büchern. Hier finde ich,
Irgendwie die Schriftart auf dem Cover hat mich auch schon so ein bisschen zweifeln lassen, ob das wieder das Gleiche ist. Aber ich habe dann so ein wenig zu einem Autor recherchiert und der ist einfach mal Harvard-Professor und hat ganz viele verschiedene wissenschaftliche Publikationen bereits getätigt und deswegen habe ich mir was anderes erhofft und auch bekommen. Mehr wie gesagt im Lesemonat. Es geht hier um Oumuamua, das ist dieses interstellare Objekt, das 2017 durch unser Sonnensystem hindurchgeflogen ist und bei dem sich die Wissenschaftler bis heute auch noch streiten, was es denn gewesen sein könnte. War das wirklich nur ein sehr außergewöhnlicher Gesteinsbrocken, der außerhalb unseres Sonnensystems seinen Ursprung hat und dann bei uns da durchgeflogen ist? Oder ist es vielleicht ein Zeichen oder ein Überbleibsel einer anderen Zivilisation im Universum? Finde ich wahnsinnig spannend und ja, wie gesagt, hier in dem Buch auch wirklich mit schlüssigen Beweisketten, auch mit Verweisen auf Kritik an Loebs Ansatz und das hat mir einfach sehr gut gefallen, aber es ist ja kein Lesemonat. Und jetzt kommen ein paar Klassiker. Zum einen erhielt ich vom Reklamenverlag Mary Shelleys Der letzte Mensch. Ich las Frankenstein, aber sonst noch eine Kurzgeschichte von Mary Shelley und sonst nichts. Ich habe auch noch nichts von Der letzte Mensch gehört, bis ich dann im Verlagsprogramm gesehen habe. Und das passt einfach so auf unsere Zeit momentan, denn auch hier geht es um eine Pandemie. Das Buch wurde 1826 geschrieben und auf dem Klappentext als erste Dystopie der Weltliteratur bezeichnet. Und es geht hier um, ich glaube, zwei Menschen, ja, Lionel und seine Schwester, die zusammen mit ein paar Freunden, also noch ein paar mehr, in Griechenland sich aufhalten, eigentlich aus England stammen und dort zum ersten Mal mit einer neuartigen Krankheit konfrontiert werden. Scheinbar etwas wie die Pest, aber doch auch irgendwie anders. Zumindest breitet sich die Krankheit sehr schnell aus in England, in Europa und in Nordamerika und wirft somit das gesamte Gesellschaftssystem über den Haufen. Und es heißt dann hier, dass den Freunden und ihren Familien nur noch die Flucht bleibt. Ich bin gespannt. Das klingt sehr gut. Ich finde, Mary Shelley hat auch einen sehr, sehr schönen Schreibstil. Ich finde auch die Frau selbst sehr interessant und bin jetzt hier gespannt, noch etwas anderes als Frankenstein von ihr zu lesen. Und die anderen beiden Klassiker sind auch etwas in die dystopische Richtung. Das sind wahnsinnig schöne Ausgaben, muss ich jetzt schon mal vorweg sagen, bevor ihr sie überhaupt gesehen habt. Ich zeige sie euch beide gleichzeitig, denn die passen einfach super zusammen. Das sind von George Orwell. 1984 und Form der Tiere. Und die sehen doch mal echt Hammer aus, oder? Auch von hinten, da zieht sich dann auch das Farbkonzept weiter durch. Es sind beides Neuübersetzungen, die im Manesse Verlag erschienen. In der Form der Tiere, das las ich bisher noch nicht. Geht es um eine, oder es ist eine Art Fabel, die sich auf die Demokratie bezieht und hier am Beispiel einer Farm und der Tiere. Am Beispiel der Tiere, die auf dieser Farm leben, erzählt wird. Und 1984, das kennen bestimmt ganz viele von euch, das ist auch ein Buch, das ich in meinen Jugendjahren las und sehr begeistert davon war. Also ich freue mich hier auf den Reread. Und hier geht es ja um eine sehr düstere Zukunftsvision, in der der Staat die Menschen extrem überwacht. Jetzt habe ich noch drei Bücher aus dem Wagenbach Verlag für euch. Das eine wurde mir fälschlicherweise zugeschickt, mit dem beginne ich jetzt einfach mal. Es klingt auch interessant, aber das war eigentlich nicht das Buch, das ich anfragte. Von Marco Misseroli, Treue. Das ist ein Eheroman, in dem es um einen Professor und ja, seine Ehe geht. Er wird beschuldigt, einen Seitensprung mit einer Studentin begangen zu haben und dann dröselt das Buch wohl seine ja, Familiengeschichte, seine Ehe hier etwas auf und wie die beiden dann damit umgehen oder eben auch nicht. Und jetzt kommen die beiden Bücher, die ich wirklich anfragte. Wir bleiben in Italien mit Leonardo Sciascia. Wird das so ausgesprochen? Eigentlich ist doch SC dann ein Sch, oder? Sciascia. Einmal in Sizilien. Und das ist ein sizilianischer Autor, der hier verschiedene Texte über seine Geburtsinsel geschrieben hat. Finde ich sehr spannend. Auch das Bild hier vorne drauf. Sehr, sehr schön. Und dann noch einen lateinamerikanischen Klassiker des 20. Jahrhunderts von Antonio Di Benedetto, Zama wartet. Und das ist wohl ein Anti-Abenteuerroman, wie es hier hinten drauf heißt.
in dem es um den spanischen Kolonialismus geht. Ebenfalls sehr interessant. Und jetzt kommen wir zu den E-Books, die ich über NetGalley erhielt. 4 Stück sind es an der Zahl und wir beginnen mit Why We Matter von Emilia Rück. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ich habe es in einem Interview so gehört. Das ist ein Buch, das ich sehr interessant finde und schon mehrfach auch vorab in der Verlagsvorschau vom Aufbau Verlag gesehen habe und auch in verschiedenen Communities wurde darauf gewartet. Es geht um Privilegien und wie sich verschiedene Diskriminierungen untereinander verstärken, also zum Beispiel Rassismus und Sexismus und welche Auswirkungen das auf die einzelne Person und die Gesellschaft hat. Ich habe das Buch bereits begonnen, also vielleicht schaffe ich es auch noch diesen Monat zu beenden. Man sieht es auch im Lesemonat und ich finde es sehr schön, wie flüssig, gleichzeitig aber auch wie eloquent die Autorin schreibt. Und sie lässt auch immer ihre eigene Familiengeschichte mit einfließen und zeigt dann anhand der Beispiele, wie sich verschiedene Diskriminierungen überlappen. Wir machen vielleicht auch erstmal weiter in diesem Non-Fiction-Bereich. Es geht aber in eine ganz andere Richtung, nämlich in die Natur mit H.D. Walden, H.D. Walden, denn das ist ein deutscher Autor, und ein Stadtmensch im Wald. Und das ist die Geschichte des Autors selbst, wie er sich in ein Ruppiner Waldgebiet zurückzieht und dort die Natur ganz neu kennenlernt, als Stadtmensch eben. Und wie er dann versucht, die verschiedenen Vögel auseinanderzuhalten und auch Besuch von anderen Tieren dort bekommen, wirklich mitten im Wald, sehr abgeschieden von der Zivilisation. Und hier berichtet er eben von seinen Erlebnissen. Und dann habe ich noch ein Buch über Hunde angefragt und erhalten. Und das ist von Masi Samin, Stadtwölfe. Und in dem Buch geht es eben, wie wir unseren Hund artgerecht und auch glücklich in einer Großstadt halten können. Und das geht mich ja auch an, da ich mit meinem Hund in Krakau lebe. Und welche Herausforderungen dann eben speziell die Stadt an Hunde stellt und an deren Hundehalter. Und wie man sicherstellen kann, dass sich sein Hund eben auch in einer Stadt wohlfühlt und nicht nur im Wald. Und das letzte E-Book, das ich erhielt, ist von Dolly Alderton, Gespenster. Und darüber weiß ich gar nicht so viel. Ich weiß, es geht irgendwie um eine Foodbloggerin und das ist ein Beziehungsroman, der wo so ein bisschen in die Richtung Chicklit, aber mit einem höheren literarischen Anspruch geht. Ich fand es ganz nett, es klang ganz gut und ich werde mal sehen, wie mir das Buch gefällt. Ja, und das waren alle meine Neuzugänge im Monat Februar. Eine ganze Menge. Ich glaube, im März ziehen dann mal wieder nicht so viele ein. Und ich werde mich darauf konzentrieren, die hier alle wegzulesen. Und dann seht ihr natürlich mehr in meinen entweder Einzelrezensionen auf meinem Instagram-Kanal oder im Lesemonat. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Schauen. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Tschüss!